Laut einem Beschluss der Vereinten Nationen wird jedes Jahr der 22. April als Tag der Mutter Erde begangen, um Aufmerksamkeit auf den Planeten zu lenken und ein Bewusstsein für ihn zu entwickeln. Die ständige Botschaft Ecuadors und der plurinationale Staat Bolivien waren in diesem Zusammenhang Gastgeber dieser Veranstaltung bei den Vereinten Nationen in Genf. Ich fragte den Nuntius nach seinem Standpunkt zur Thematik auf dem Veranstaltungsplakat Mutter Erde und ihre unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Wir, der Heilige Stuhl, haben an der Veranstaltung basierend auf einem ganz einfachen Standpunkt teilgenommen. Man könnte ihn so umschreiben: Wahre Verantwortung für die Umwelt hat fraglos eine spirituelle Dimension. Schon Franz von Assisi sprach von Bruder Erde und Schwester Mond. Das ist natürlich poetisch gemeint, ist aber akzeptabel und klingt sehr schön. Die gegenwärtige Situation der Welt empfiehlt zu bedenken, dass sich verschiedene, jedoch gleich wichtige Perspektiven immer mehr gegenseitig beeinflussen und ergänzen. Sie sprechen von verschiedenen Perspektiven und dass sie sich ergänzen. Aber wenn wir uns heute die Welt anschauen, sieht es doch so aus, als seien diese verschiedenen Perspektiven der Grund von Konflikten und Krisensituationen. Wenn wir über die Umwelt, über die Erde sprechen, lassen Sie es uns so formulieren, ist es sehr wichtig, dass man sich zunächst, ich würde sagen unbedingt, an die Leute in der Wirtschaft wendet und diejenigen, die Finanzgeschäfte machen. Es gibt kein unbegrenztes Wachstum auf begrenztem Raum. Genau das ist unser Hauptproblem. Zu welchem Zweck sind wir auf dieser Welt? Warum sind wir hier? Welches Ziel verfolgen wir mit unseren Anstrengungen und Bemühungen? Oder was braucht die Welt von uns? Was braucht die Welt oder Gott denn von uns? Wissen Sie, ich denke, diese Frage ist sehr komplex und philosophisch. Wir sprechen hier nicht über menschliche Ökologie, sondern über göttliche Ökologie. Das ist wichtig, oder? Es geht nicht nur um die Umgebung des Menschen, denn die Umwelt hat auch eine spirituelle Seite. Sie bedeutet also viel mehr. Dieses Bewusstsein muss aufrechterhalten werden, denn sonst vergessen wir die wahre Bedeutung dessen, worüber wir gerade reden. Ob realisierbar oder nicht, es reicht in Sachen Nachhaltigkeit nicht aus. Aus Sicht der Kirche ist es nicht nachhaltig, reicht nicht. Freilich ist es gut, aber es reicht nicht. Und Gott hat uns erschaffen, damit wir mit ihm zusammenarbeiten. Genau, es ist eine Kommunikation, eine Gegenseitigkeit, die wir nicht bis ins Letzte verstehen. Man kann das nicht vereinfacht erklären. Es geht um den Menschen, der im ewigen Dialog in Verantwortung vor Gott steht, ein Dialog voller Freude. Das ist für jede Religion, würde ich sagen, äußerst wichtig, nicht nur für Christen. Auch die anderen Religionen tragen Verantwortung für das Verhalten der Menschen. Wir tragen Verantwortung. Wenn wir also unsere Fähigkeiten einsetzen, müssen wir auch immer an die anderen denken, wenn wir Grenzen überschreiten. Genau. Wissen Sie, ich würde sagen, das Problem mit dem menschlichen Verhalten ist, dass wir meistens nur unsere nähere Umgebung beurteilen. Wir kennen mich, Sie, jemand anderen und meinen, das ist die Welt. Das ist eine schlichtweg sehr alarmierende Sichtweise. Die Welt ist voller Leid, fehlender Möglichkeiten, fehlende Ressourcen. Wenn man die Welt als Ganzes im Auge behält, okay, aber wir haben es hauptsächlich mit politischen Zielsetzungen zu tun, die nur nationale Interessen im Auge haben, was auch wichtig ist. Aber Kirchen oder religiöse Organisationen oder weltweite Organisationen können diese Sichtweise nicht akzeptieren. Das war der erste Teil unseres Interviews. Im zweiten Teil werden wir über ökologische Umkehr sprechen, einen verantwortlichen Umgang mit Mutter Erde und die Bindung und das Verhältnis zu ihr, besonders im Hinblick auf ärmere Länder. Papst Franziskus schrieb in seiner Enzyklika Laudato Si in poetischer Sprache: Die Sonne und der Mond, die Zeder und die kleine Blume, der Adler und der Spatz, die unendliche Vielfalt und Verschiedenheit bedeuten, dass kein Geschöpf sich selbst genügt, dass sie nur in der gegenseitigen Angewiesenheit existieren können, sich ergänzen und einander dienen.